kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einer weiteren kleinen Gothic 2 Modifikation. Diesmal ist es Sektenwahn, auch eine Mod, die ich nie gespielt habe und die seit einigen Jahren schon online ist auf WoG. Ja, gucken wir mal, was uns erwartet bei Sektenwahn. Der Name verspricht ja schon mal viel. Ruba der Dritte hatte den Krieg gewonnen. Die Orks flohen zurück in die nördlichen Länder und die Assassinen wurden erneut unterjocht. Trotz der vielen Siege des Königs besserte sich die Lage im zerstörten Myrtana nur leicht. Viele machthungrige Adlige, die den Krieg überlebten, verschlechterten die Lage sogar. Dem König blieb nichts anderes übrig. Er entmachtete eine Handvoll Adliger und gab ihre Ländereien an andere weiter. Die entmachteten Adligen verschwanden oder flohen in die Städte. Der Adlige namens Zandor war einer von ihnen. Von seinen Ländereien nahe Geldern vertrieben, versammelte er die naiven und vom Pech verfolgten Bauern unter sich und begann, in vielen Dörfern eine Rebellion auszulösen. Anfangs achtete Ruba nicht auf ihn, er war zu schwach und zu unbedeutend, als dass er dem Reich hätte gefährlich werden können. Doch als Zandor so viele Anhänger um sich scharte, dass ein Bürgerkrieg zu entstehen drohte, musste Ruba handeln. Alle Anhänger Zandors wurden zu Vogelfreien erklärt. Die Paladine und Milizen zeigten keine Gnade, und auch der Großteil der Bevölkerung stellte sich gegen die Gruppierung, die sich langsam aber sicher zu einer Sekte entwickelte. So kam es, dass die letzten Überlebenden der Gruppe nach Korinus flohen und sich in Bergmars alter Feste verschanzen mussten, während eine Armee, geführt vom Paladin Girion, diese belagerte. Mit dem gestohlenen Wissen der Feuermagier wurde eine Barriere um die Burg erschaffen, um alle Sektenmitglieder zu schützen. Du bist ein Spion der königlichen Armee und befindest dich in der Burg. Es ist deine Mission, mehr über die Barriere herauszufinden und diese womöglich zu Fall zu bringen. Hey Novize, bleib stehen! Was ist los? Es wurde den Novizen ausdrücklich befohlen, sich direkt in die Burg zu begeben. Du bist doch draußen und hast somit gegen die Befehle verstoßen. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen. Ganz interessante Geschichte eigentlich. Auch ein paar Bilder waren echt nett gemacht. Da frage ich mich sogar, wie die gemacht wurden. Diese großen Ansammlungen von Soldaten und Magiern, das war ziemlich cool. Eine kleine Musikuntermalung wäre vielleicht schön gewesen im Intro, aber sonst ist das doch ganz interessant von der Ausgangsposition. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, wird nicht noch einmal passieren. Wie auch immer, du wirst einen Strafauftrag erledigen. Na super. Was soll ich tun? Ich soll unten beim Außenposten die Lage kontrollieren, aber das soll sich irgendwo in Firum treiben. Finde und schlachte es und kehre dann zu mir zurück, dann werde ich dich durchsuchen. Pflicht bei allen Novizen. Du willst mich durchsuchen? Ganz genau, das ist die Regel. Und jetzt Abmarsch und erledige deinen Auftrag, Novize. Hey, erledige erstmal deine Aufgabe, sonst kriegst du was auf die Fresse. Ja, das fängt ja schon mal großartig an hier. Auch eine sehr interessante Barriere. Ja, ich denke mal, der Lurker ist das Viech. Ich hab keine Schrittgeräusche. Was ist da denn los? Flusswache. Die Flusswache hat nicht viel zu erzählen. Oh, wir sind gar nicht mal so schwach. Armbrust, Anfänger 20. Naja, aber wir sind ja auch anscheinend ein Spion, ein ausgebildeter Kämpfer. Ja.
Da sollte so ein Lurkerchen doch kein Problem sein. Da stehen sogar Ritter. Interessant. Da ist doch eine Spalte im Boden. Mal gucken, ob was drin ist. Oh, eine Rune. Ich sollte sie zurücklegen und später die Rune holen, denn sonst werde ich sicherlich erwischt und kriege Ärger. Ja, leg mal wieder hin. Ich riskiere lieber nichts und lasse die Rune erstmal da. Rune wieder versteckt, okay. Da hat er sie nicht hier irgendwo ins Gebüsch geschmissen. Ein altes Schwert. Das macht 70 Schaden. Edors eingraviert. Damit wäre der Lurker ja nochmal einfacher zu besiegen gewesen. Haben wir hier eine Heilpflanze. Liegt hier noch irgendwas? Ist da mir mein Schwert auch weg? Das würde ich ja auch gerne behalten. Naja, der Typ da oben hat ja gesagt, der durchsucht uns. Naja, gehen wir mal hoch und gucken. Hier noch was? Vielleicht hier hinter? Scheinbar nicht. Da liegt noch was. Ist das eine Heilpflanze? Doch. Interessant, dass hier jetzt so viel Grünzeug ist. Normalerweise ist ja hier gar kein Grünzeug. Feuernässe. Warte mal, ich höre doch Goblins. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Shit, ich glaube, ich komme hier wirklich nicht mehr weg. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Sie ist tot? Ja, ist es. Willst du mich durchsuchen? Genau das werde ich jetzt machen. So, so, nichts drin. Dann geh zur Burg und bleib da. Nichts drinnen? Ein paar Dietriche wären hilfreich. Hallo. Hallo. Ja. Schauen wir mal. Oh, ein Apfel. Oh, eine Heilpflanze. Hier liegen ja ganz schön viele Waffen. Grobes Langschwert. Sehr schön. Viele Heilpflanzen. Hey du, Novize. Wo kommst du her? Was? Ich habe doch nur meine Aufgabe erledigt. Ach so, dann blick nochmal auf das Tal. Du wirst nämlich erstmal nicht mehr aus der Burg kommen. Was ist deine Aufgabe? Ich passe darauf auf, dass keiner der Novizen die Burg verlässt. Damit verhindern wir, dass Spione den Idioten vor der Barriere Informationen übermitteln können. Was ist deine Aufgabe? Ich passe darauf auf, dass keiner der Novizen die Burg verlässt. Ja.
Und wie geht es dir? Ich muss hier immer stehen und darauf aufpassen, dass hier niemand vorbeigeht. Den ganzen Tag. Mir geht's scheiße. Das ist sehr schade. Ich finde das sehr bedauerlich, dass es dir so schlecht geht. Stehst du nicht? Ah ja, egal. Novize, wieso bist du nicht in der Burg? Ich war unten und habe das Essen an die Wachen verteilt, wie es mir aufgetragen wurde. Dann sei es dir verziehen, dass du die neue Regel nicht beachtet hast, mein Kind. Da. Hast du eine Aufgabe für mich? Du besitzt eine gute Tugend, mein Kind. Du bist eifrig, das ist löblich. Aber im Moment haben wir keine wirklichen Aufgaben für die Novizen. Es sei denn, du willst in der Mine arbeiten oder beim Ausbau des Turmes helfen. Nun, eigentlich bin ich ja kein Maurer. Das dachte ich mir. Frag einfach die anderen Novizen und Krieger, ob du ihnen helfen kannst. Wenn du der Meinung bist, du hättest genug getan, komm zu mir zurück, Bruder. Genug getan? Mögest du ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft sein. Genug getan bis was? Wofür? Naja, wir werden ja sehen. Landa. Hallo. Erzähl mir etwas über die Gemeinschaft. Wir wurden immer mehr und mehr, bis die Armee uns hier einschloss. Aber das ist bestimmt alles Teil des Plans unseres Anführers. Wenn die Welt erfährt, wie wir die Armee des Königs besiegt haben, werden mehr kommen, bis wir unbesiegbar sind. Schön. Hallo. Erzähl mir mehr über die Mitglieder dieser Gemeinschaft. Hier sind viele ehemalige Verbrecher, wie ich einer war. Wir haben viele Stärken, weshalb wir eines Tages siegreich sein werden. Mhm. Gibt es irgendwas zu tun? Zum Wohle der Gemeinschaft. Zum Wohle meiner Tasche. Verstehe. Ich habe hier einen magischen Trank, den wir den vorherigen Bewohnern dieser Burg abgenommen haben. Der könnte dir gehören. Für einen kleinen Gefallen. Willst du denn? Was ist das für ein Trank? Er leuchtet rot. Könnte einer dieser Tränke sein, die die Lebenskraft steigern. Okay, was gibt es zu tun? Ich brauche eine Menge Heilpflanzen. Ungefähr 20 Stück. Heilpflanzen sammeln? Das ist doch sowas von ausgekaut. Nein, nein, du kennst nicht die ganze Geschichte. Die Heilpflanzen wachsen größtenteils in den Baumgruppen neben der Burg. Und da muss man eine Menge klettern. Was? Ein falscher Schnitt und man ist tot. Das lässt das Sammeln doch viel interessanter werden. Ja, klar, machen wir. Du bist Händler, nicht wahr? Ja, ich soll dem Proviantmeister helfen. Du kannst vieles bei mir kaufen. Zeig mir deine Waren. Sehr vieles kann ich bei dir kaufen. Und mir fehlen ja gar nicht mehr so viele Heilpflanzen. Schon interessant, dass das hier alles umgebaut wird. Hallo. Okay, den hatten wir schon. Frag mich, wo diese Goblins sind, die ich die ganze Zeit höre. Da sind sie doch. Okay, hier soll man offenbar hin, weil ich weiß noch nicht, ob man jetzt hier hin soll, aber da ist eine Leiter. Oh shit. Tja, wie mache ich das denn jetzt? Bring mich doch um.
Das war ein bisschen chaotisch. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Spruch holen. Oh, ich kann Schlösser knacken, aber nur mit einem Dietrich wird das schwierig. Kann ich irgendwo runterfallen? Ich habe gerade Angst, dass da eine Klippe schon ist. Ja, versuche ich mal mein Glück. Oh. Ohoho. Also, den gönne ich mir. Hier habe ich Angst, dass ich hier gleich runterfalle. Hier könnten auch noch Heilpflanzen irgendwo versteckt sein. Die sieht man auch so schlecht. Ah, da ist eine. Was haben wir jetzt? 15. Tja. Kann ich von hier nochmal da runter? Dann könnte ich die Rune holen. Wenn ich da hinspringe. Okay, nee. Ich dachte gerade, ich könnte vielleicht so seitlich an den Felsen springen, damit ich in diese Rutschanimation komme und dann, aber... Das war wohl nichts. Naja, schauen wir erstmal. Wie hält diese Kiste da überhaupt? Warum wurde die da stehen lassen hinter der Wand? Hallo. Mal, damit man ihn auch sieht. Hallo. Du bist doch Schmied. Das hast du wirklich gut bemerkt. Woran hast du es erkannt? Am Hammer oder am Amboss? Ich frage mich, ob du mir eine bessere Rüstung verkaufen kannst. Bist du denn ein Krieger? Nein, bin ich nicht. Dann wird der Novizenrock dir wohl ausreichen müssen. Kannst du mir nicht einen neuen Rock schmieden? Einen Eisenrock? Kannst du mir nicht doch etwas bessere Ausrüstung geben? Nein, ich sehe keinen Grund dazu. Mach mich stärker. Mach mich stärker. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Meine Meinung kennst du. Hey, Novize, ich kenne dich doch vom Festung und kann dir vertrauen, oder? Kannst du mir helfen? Ich würde deinen Kniff mit dem Schwert zeigen. Was ist los? Ich brauche eine Innos-Statue. Wie bitte? Du hast den Göttern doch abgeschworen. Das ist es ja. Es geht um die Turmwache auf dem Weg zur Brücke. Er soll sterben und damit es legal ist, muss er ein Verbrechen begangen haben. Was hat die Wache getan? Lange vor der Zeit unserer Gemeinschaft hat der Mann meinen Bruder ermordet. Ich habe ihn vor kurzem wiedererkannt. Okay. Wo kann ich eine Innos-Statue finden? Uff, keine Ahnung. Vielleicht in den Ruinen der Burg? Auf die falschen Leute gehört. Hm. Er stellt sich das immer so einfach vor. Wir haben ihn natürlich doch. Dort der unheilige Paladin. Oh, was geht jetzt mit der Sonne auf einmal ab?
Achso, das ist der Typ vom Anfang, ne? Kann ich eigentlich aufs Gerüst klettern hier? Das höre ich zum ersten Mal. Das liegt doch auf der Hand. Ich wäre mir da nicht so sicher. Oh, es kommt schon. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja. Gar nicht mal so einfach. Ich dachte jetzt, ich hätte so einen geheimen Ort gefunden, aber das ist ja genau da. Wir haben hier sogar Schafe. Hier zufällig noch eine Heilpflanze? Gestrüpp. Hallo. Esther. Kommst du hierher? Hallo. Hallo. Ja, ich glaube, die brauche ich nicht ansprechen, die haben nichts zu erzählen. Gut, ich spreche jetzt nur noch Leute mit Namen an. Was hat der für eine dicke Ork-Axt hier? Okay, der Baumeister, der könnte was zu sagen haben. Wieso wird nicht gearbeitet? Geh mir aus dem Weg. Bitte was? Ihr Feiglinge seid doch alle gleich. Ihr verkriecht euch hinter einer Barriere und stellt dann Forderungen, anstatt selber etwas zu tun. Beantwortest du mir meine Frage, werter Ork? Abschaum wie du hat mir keine Fragen zu stellen. Das ist doch reine Zeitverschwendung. Auf Wiedersehen. Werter Ork? Hallo. Bist du jetzt zurechnungsfähig? Doch nicht zu fassen. Ich kämpfte jahrelang für ein freies Mythaner. Ich habe gekämpft und Blut vergossen. Wieder mal ist es in Fraktionen gespalten und Jahre meines Lebens waren nutzlos. Wovon redest du da überhaupt? Davon verstehst du nichts. Und geh mir aus dem Weg, bevor die Götterdämmerung eintritt. Spinner. Jetzt fängt er bestimmt noch an, von Käfern zu reden. Hallo. Hallo. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich stelle meine ursprüngliche Frage nochmal. Warum wird nicht an der Burg gearbeitet? Du wirst nicht verschwinden, oder? Ich werde dich jetzt dazu zwingen. Oh shit. Okay, der macht Laufattacken. Laufattacke, easy peasy. Den wirst du doch mal schaffen. Vorsicht! Stopp, ja, hey, der hält. Oh shit, der hält aber viel aus. Den wirst du doch wohl schaffen. Oh, Level up. Nice, nice. Schon eine wilde Ansammlung von Menschen hier, muss man sagen. Da kann man auch hoch auf der Leiter. Ist denn hier? Einfach Menschenfleisch mitnehmen oder was? Alte vergammelte Fleisch vom Skelett? Na gut, ich glaube, sonst ist hier nichts.
Haben wir ihm schon einige gute Spruchrollen. Das ist doch schon mal schön. Okay, der will mich auf jeden Fall ansprechen. Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Erzählst du mir jetzt, was ich wissen will, oder muss ich noch mehr Überzeugungsarbeit leisten? Wir können nicht weiterarbeiten, weil diese Feiglinge von Anführern eine Barriere erzeugt haben. So können wir uns keine passenden Steine besorgen. Danke. Genau das wollte ich wissen. Verschwinde gefährlichst und lass mich in Ruhe. Ja, ja, du mich auch. Sehr sympathisch. Aber das hätten sie sich ja auch vorher überlegen können, ne? Den Steinen. Ich meine, man könnte diesen Felsen hier weghacken, aber das macht auch keinen Sinn. Ich sollte die vielleicht doch ansprechen. Jetzt hat einer von denen doch was zu sagen. Wie erprobt sie dann auf einmal stehen? Das ist Zandor. Dem haben wir ja schon gesprochen. Was gibt's denn hier noch Schönes? Kevin? Du siehst aber lecker aus. Komm näher. Nein, nein! Geh weg von mir! Du kannst sprechen. Ich hätte diese blöden Pilze nicht essen sollen. Was? Was ist hier? Was geht hier überhaupt ab? Warum liegen hier so viele Hammel? Er ist der Einzige, der kein Hammel ist hier. Na, Kleiner, wie heißt du denn? Ich bin nicht klein, Arschloch. Du bist ein Schaf. Und du kannst sprechen. Du bist in Ordnung. Nur mit mir stimmt etwas nicht. Ich bin Kevin, ein Novize. Ich habe mich mit Zandor angelegt und er hat mich in ein Schaf verwandelt. Ja, dafür ist er ja ganz entspannt so. Ja, ich habe mich mit Zandor angelegt und er hat mich in ein Schaf verwandelt. Klar. Wie kann man dir helfen? Geh in die Bibliothek und finde ein Buch, was mit diesem Thema der Verwandlung zu tun hat. Mhm. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich werde dir verraten, wo Zandor seine mächtigeren Artefakte versteckt. Als Schaf bekommt man eine Menge mit. Das Mikrofon rauscht aber ein bisschen hier vom Schaf. Warum bist du nicht zum Rat gegangen? Bin ich doch. Aber die fanden das furchtbar witzig und haben gesagt, ich soll das selbst in den Griff bekommen. Wie ist das Leben als Schaf? Jeder guckt mich an, diese Idioten. Ich bin nicht zum Essen da. Außerdem kann man als Schaf nur direkt fressen. Ein schönes Schnitzel oder ein Schluck Wein als Schaf ist praktisch unmöglich. Aha. Ja, sehr interessante Einblicke. Ich sehe da hinten auch noch ein paar Spruchrollen, die will ich natürlich haben. Bring doch da hoch, das ist doch in deiner Reichweite. Noch irgendwie hinkommen. Aha. Ach, guck mal, hier liegen auch richtig viele Dietriche. Nice.
Komme ich jetzt hier nur wieder weg? Ah, okay. Perfekt. Nehme ich mal mit. Hallo. Koch. Der Templerkoch. Hallo. Tja, mir fehlen noch ein paar Heilpflanzen. 4 Stück. Hallo. Kannst du mir etwas über unsere Gemeinschaft erzählen? Natürlich. Was willst du wissen? Woran glaubt die Gruppe? Es gibt einige Parallelen zu anderen Gruppierungen, wie zum Beispiel der Bruderschaft des Schläfers. Doch die alten Götter bedeuten uns nichts. Wir glauben an den Menschen, das heißt an uns selbst. Man wird nur im Paradies willkommen sein, wenn man an seine Überzeugungen geglaubt hat und sich nicht dem Klerus und dem Adel untergeordnet hat. Rechenschaft musst du nur vor denjenigen ablegen, die die Weisheit unseres Glaubens verbreiten oder denjenigen, die die Weisen zur Wahrung der Ordnung bestimmt haben. So, so. Warte mal, ich gehe mal kurz weg, damit die Kameraführung besser wird. Was ist das Paradies? Eine Welt nach dieser hier. Auch ein lebender Geist kann in das Paradies gelangen. Diese Verbindung wird aufgebaut, wenn man seinen Geist durch Sumpfkraut erweitert. Dasselbe Wissen hatten die Männer aus dem Sektenlager damals, nur sie haben es falsch interpretiert. Aber sie hatten einen richtigen Erzdämon aus Fleisch und Blut als Erlöser. Woher weiß Zandor von dem Paradies? Als der König ihn ächtete, suchte er Zuflucht im Sumpfkraut und im Paradies wurde ihm all dies bewusst. Er gibt dieses Wissen an uns weiter. Und ihr glaubt das? Natürlich, du etwa nicht. Doch, natürlich. Oh Mann. Sind wir die Letzten unserer Gemeinschaft? Wir haben durch die unheiligen Männer des Königs auf dem Festland und Kurinis einige verloren, aber noch welche rekrutieren können. Aber nein, wir sind nicht die Letzten. Auf der Insel Irmida befindet sich ein geheimer Außenposten unseres Ordens. Auch in Nordmar haben wir ein kleines Dorf in einer Höhle, geschützt unter dem Schatten von Zardas Turm. Allerdings haben wir seit einiger Zeit nichts mehr von ihnen gehört. Ja, wie auch, wenn ihr euch in der Barriere hier versteckt. Sehr interessant. Kapitel 4, die Überlebenden. Das Wissen um die Überlebenden des Sumpfes blieb lange geheim, wie es in der Innos-Kirche üblich ist. Doch nach einigen Jahren kam die Wahrheit endlich ans Licht. Nach dem Tod des Schläfers wurden die Überlebenden entweder zu Suchenden, die angeblichen Diener Belias, oder sie wurden zu Ungläubigen. Der berühmteste Verräter an seinem Glauben ist der Statthalter Lagos, der gelehrte Lester. Menschen wie er waren es nicht wert, zu solchen Gemeinschaften zu gehören und müssen vom Antlitz der Welt getilgt werden. Die andere Sorte sind die Suchenden. Laut der Kirche böse, seelenlose Geschöpfe, damals gesteuert vom verbannten Schläfer. Durch die Verbannung des Schläfers wurden ihre Seelen mit dem Paradies verbunden. Sie erkannten die Weisheit des Paradieses und die Lügen der Kirche und des Königs und begannen ihn zu jagen. Sie waren also die Guten und haben nur zu unserem eigenen Schutz so gehandelt. Jeder, der durch ihre Hand starb, hatte es verdient. Es wäre eine Ehre für jeden von uns, wenn einer aus unseren Reihen selber mal zu einer solchen erhabenen Person werden würde. Ah ja. Buch der über Verwandlung hier, das ist doch schön. Buch über die Bruderschaft des Sumpfes. Über die Gemeinschaft, was haben wir hier noch? Hallo. Kannst du mir einen fähigen Lehrer in der oberen Burg empfehlen? Unser letzter Lehrer für Geschick ist im Kampf gefallen. Ich habe seine Stelle übernommen. Spende 50 Gold an den Orden.
Hey. Obwohl, ich habe 300. Hallo. Hier ist das Gold. Komm jederzeit zu mir. Mach mich geschickter. Na gut. Buch über Verwandlung. Kapitel 49, Rückverwandlung. Sollte ein Mensch in ein Tier der Sorte 1, Erklärung auf Seite 124, verwandelt werden und dieser magische Vorgang rückgängig gemacht werden muss, so benötigt man die doppelte Menge an magischer Energie, als für die Verwandlung benötigt wurde. Auch wird ein Zauber der Umkehrung benötigt. Aha. Wo habe ich die denn jetzt her? War die da drin? Buchrolle zur Verwandlung in einen Menschen? Kapitel 4, die Überlebenden. Obwohl, das ist ja das, was wir gerade gelesen haben, ne? Das war auch da an dem Buchständer. Regeln der Gemeinschaft. Diese Regeln sind die wichtigsten Rituale unserer Gemeinschaft. Zandor, der Erlöser, hat sie selbst entworfen, um unseren Zusammenleben so harmonisch wie möglich zu gestalten. Du darfst kein Gold besitzen. Du musst alles Gold bei einem Schmied der Gemeinschaft abliefern. Er wird es einschmelzen. Du darfst von keinem Mitglied der Gemeinschaft etwas klauen. Du musst von Feinden der Gemeinschaft etwas klauen. Aha. Du darfst kein Mitglied der Gemeinschaft töten. Du musst Feinde der Gemeinschaft töten. Du darfst kein Mitglied der Gemeinschaft von seinem Glauben abbringen. Du musst Feinde der Gemeinschaft von ihrem Irrglauben abbringen. Du darfst keine Befehle oder Bitten von Feinden der Gemeinschaft annehmen. Du musst die Befehle der obersten Führer unserer Gemeinschaft bedenkenlos akzeptieren. Diese Regeln werden uns helfen, den Weg ins Paradies zu finden und von den irdischen Qualen erlöst zu werden. Also das sind doch mal tolle Regeln. Wenn das keine guten Regeln sind, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das Buch gefunden. Erzähl mir alles. Wir brauchen eine Menge magischer Energie und eine magische Spruchrolle der Umkehrung. Die lag glücklicherweise im Buch. Allerdings reicht mein Mana bei weitem nicht dazu aus. Das ist kein Problem. Wir haben genug magische Energie. Woher? Schau dich mal um. Ah, ich verstehe. Die magische Barriere. Genau. Jetzt wirk endlich den Zauber auf mich, damit ich kein Schaf mehr bin. Schaf ist so cool. Jetzt wirk endlich den Zauber, damit ich kein Schaf mehr bin. Oh Mann. Ich bin wieder ein Mensch. Danke, mein Freund. Gib mir bitte das Buch. Es muss direkt vernichtet werden. Und was machst du jetzt? Ich werde ein saftiges Schnitzel in mich reinstopfen. Und nun gehe ich los. Ich verhungere. Oh Mann, ey. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Rechts neben der Burg. Auf dem Vorsprung steht eine Truhe. Der Truhencode ist links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ja, die haben wir schon geknackt, ne? Sollte man während einer Belagerung nicht sparsam sein? Ach, du weißt es ja gar nicht. Keine Sorge, wir haben genug und das wird sich nicht ändern. Ja doch, wenn du alles aufisst, dann wird sich das irgendwann ändern. Ich find's cool, wie unbeeindruckt er von allem war. Ja, ich bin ein Schaf. Ja, ich bin jetzt kein Schaf mehr. Hans. Hallo. Verkaufst du Rüstungen? Formular von Zander mitbringen. Dann liefere ich die Rüstung, kein Handel. Du magst es wohl ordentlich, nicht wahr? Chaos ist schlecht, völlige Ordnung ist gut. Königreich zu chaotisch, Monarchie schlecht, Gemeinschaft gut. Ja. Ganz genau. Bäckermeister. Hast du viel zu tun? Im Moment nicht. Der letzte Spion wurde ja direkt hingerichtet und inzwischen sind auch die Bewohner der Burg, die sich uns nicht angeschlossen haben, verreckt. Ja gut. Das ist ja höchst interessant.
Dann nehmen wir alles mit, schnell. Ich räume hier nur auf. Oh, Matt ist ein Krieger geworden. Hallo. Der sieht irgendwie genauso aus wie ich, nur mit einer anderen Kopfform. Oder? Hat der nicht das gleiche Gesicht? Doch. Das ist mein Bruder hier. Hallo. Gib mir was zu essen. Du kriegst einmal täglich eine Wurst und etwas Wasser. Danke dir. Was will man mehr? Iss mal eine Wurst, Bruder, und trink mal ein Wasser, Bruder. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Da ist ein Trüchen. Hallo. Was liegt denn hier? Oh, ein Ring. Ein Amulett. So ein gutes Amulett. Heftig. Oh, eine Innenstatue. Das ist ja schön. Die brauchte ich doch. Till, der Vorarbeiter. Was tut ihr da? Dieser Teil der Burg ist eingestürzt. Unsere Magier und Alchemisten wollen diese Hallen als Quartier verwenden. Interessant. Hier liegt sicherlich viel magisches Zeugs begraben, oder? Das ein oder andere finden wir schon. Wir hätten eine bessere Aufnahmequalität als die meisten anderen hier. Das hört man direkt heraus. So, wo war denn der Kerl mit der Innor-Statue? Ist er? Ja, hieß der nicht Todd oder so? Todd, wo bist du? Hallo. Sag mal, hast du Todd gesehen? Hallo. Ah, da ist er doch. Hallo. Ich habe eine Innos-Statue gefunden. Sehr gut, dann gehen wir mal los. Ich darf mitkommen? Halt! Ich sagte doch, Novizen kommen nicht vorbei. Ich habe doch einen Krieger dabei, der auf mich aufpasst, oder? Gut, du kannst passieren. Schön, schön. Muss mal gucken, ob ich hier noch Heilpflanzen übersehen habe. Die Rune kann ich jetzt auch holen. So, ich erledige den Bastard. Du hältst dich zurück. Rache für meinen Bruder! Das war krass. Kann ich diese Truhe jetzt knacken? So, Bolzen und Pfeile. Der Bastard ist tot. Gib mir jetzt die Statue, damit ich sie dem Rat vorlegen kann. Ich werde die Sache mit den Anführern regeln. Du wirst lobend erwähnt werden. Cool. Ich hole mal jetzt die Rune, ne?
Die Sache ist, wenn ich jetzt hier noch Heilpflanzen übersehen habe, dann... Warte mal, wie kann ich denn jetzt diese Rune überhaupt mitnehmen? War das nicht hier? Kann ich hier irgendwie interagieren mit... Wo steht denn da? Runenjagd. Warte mal, die liegt sicher im Wald? Oh, liegt sie sicher im Wald. Ich dachte, er hat sie wieder in die Spalte reingesteckt. Das checke ich gerade nicht. Meint er? Er kann ja nur dieses kleine Waldstück hier meinen, oder? Ich würde mehr sehen. Das ist wahrscheinlich extra so. Und hier nicht so schnell die ganzen Sachen findet. Naja, vielleicht aktualisiert sich die Quest ja später noch. Ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Könnte eine Runde pennen. Ich kann gar nicht pennen, okay. Aber ich glaube, diese Möglichkeit wurde jetzt einem extra gegeben, um die Rune zu finden. Damit man hier runterkommt, weil jetzt werde ich nicht mehr zurückkommen. Oh, da ist noch eine Heilpflanze. Ah. Tja. So, wir sind jetzt wieder in der Burg. Hier, ich hätte dir ja versprochen, ein paar Kampftipps zu zeigen. Wieso nennt man dich eigentlich der unheilige Paladin, Todd? Mein Vater war ein Paladin. Ich werde so genannt, da ich mich von ihm abgewandt habe, um dem Licht zu folgen. Von ihm habe ich auch das Kämpfen gelernt. Kannst du mir das beibringen? Natürlich. Alles, was der Sache dient. Kannst du mir etwas beibringen? Ich kann dir Ein- und Zweihandwaffen näher bringen. Mhm. Interessant. Novizen ist es nicht erlaubt, die Burg zu verlassen. Ja, wenn ich jetzt nochmal runter muss, dann habe ich halt Pech. Hallo. Die Sache, was mache ich jetzt? Baustillstand. Girion? Wer ist denn Girion? Wer war denn Girion? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in einem Bereich noch gar nicht war. Ach so. Girion. Ich sammle ja Informationen für Girion anscheinend. Den Paladin Girion. Ja, was meinen jetzt?
mögest du ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft sein. Oh. Tja. Da könnte noch was versteckt sein. Okay, da kann ich nicht hin. Doch, kann ich. Jetzt ist hier keine Heilpflanze. Das ist ja etwas schade. Hallo. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Tja. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gucken beim nächsten Mal, wo ich weitermache. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.